Spikey dachte, sie wären Buggy. Du hast dich immerhin verbessert, Spikey. Zumindest ist Vater Dreihorn kein Grünfutter. Ich bin überhaupt kein Futter, klar? Klar. Selbst wenn sie es wären, würde ich sie nie essen. Oh, Kinder. Nicht aufgeben, Spikey. Du musst einfach weiter üben. Ich bin immer noch in meinem Versteck. Jap, jap, jap. Ich weiß, du kannst es schaffen. Komm und such mich, Spikey. Vergiss nicht, Spikey. Achte schön auf deine Schnüffelnase. Du hast mich gefunden, Spikey. Jap, jap, jap. Na bitte, wer sagt's denn? Hallo, Großmutter Langhals. Haben Sie Littlefoot gesehen? Er ist mit seinem Großvater Baumsterne sammeln. Das wird das erste Futterdankfest für Chomper. Ach, wie wunderbar. Ja, und was hat das zu bedeuten? Weißt du, vor langer, langer Zeit lernten alle bei uns im großen Tal, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern. Und jetzt feiern wir, dass wir so gut als Gemeinschaft zusammenhalten und nicht mehr vor den Scharfzähnen Angst haben müssen. Verstehe. Scharfzähne können manchmal ein großes Problem sein. Ja, sie sind furchtbare, grässliche Kreaturen. Ich such dann mal Littlefoot. Oh, ich hab doch nicht ihn gemeint. Chomper? Ach je. Hä? Hier drüben, Chomper. Wir haben die allerbesten Baumsterne für das große Futterdankfest gefunden. Willst du uns helfen? Nein. Wir Scharfzähne können die guten von den schlechten Baumsternen nicht unterscheiden. Als ich ein Nestling war, haben uns Scharfzähne daran gehindert, Baumsterne zu futtern. Ja. Wir mussten uns mit Sumpfpflanzen begnügen. Igitt. Hey, Chomper, los, komm. Du willst doch wohl nicht das Fest verpassen, oder? Ich denke nicht. Nichts als Grünfutter. Chomper, setz dich zu uns. Kommt, Kinder, ich möchte nicht, dass ihr mit einem Scharfzahn spielt. Vielleicht sollte ich doch ins geheimnisvolle Jenseits zurückkehren. Hier will mich ja niemand haben. Oh, nein, nein, nein! Im geheimnisvollen Jenseits bist du nicht sicher, Chomper. Da gibt es lauter böse Scharfzähne. Wie Rotklaue. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch ein Scharfzahn. Ja, aber du bist ein netter Scharfzahn. Und du bist unser Freund. Du bringst uns Sachen bei, die du weißt. Wie heute. Du hast Spike beigebracht, seine Schnüffelnase zu benutzen. Ja, da hast du recht. Du bist ein sehr guter Lehrer, Chomper. Doch, das bist du, das bist du. Hey! Wenn ich Spike beibringen kann, seine Schnüffelnase zu benutzen, vielleicht kann ich dann den Scharfzähnen auch beibringen, nett zu sein. Oh,
Ich glaube nicht, dass du... Danke für die tolle Idee, Ducky. Du hast wirklich was dran.